Aufnahmen aus der Zeit unserer Großeltern und Urgroßeltern. Bürgerliches Idyll im Park. Gartenlaube. Bilderbuchwelt. Das gab es wirklich. Auch diese Bilder stammen von damals. Rainer Maria Rilke hat das Elend der Großstädte beschrieben. Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen, die immer in demselben Schatten sind. Und wissen nicht, dass draußen Blumen rufen, zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind. Solche Motive waren häufiger, aber sie wurden selten gefilmt. Sommer im mondänen Ostseebad Zoppot, vor einem Dreivierteljahrhundert. Hier trifft sich die große Welt. Badeleben vor dem Kurhotel. Sommer in Berlin. Für die kleinen Leute gibt es nicht nur Hinterhöfe. Ihr Kurhotel ist die Laubenkolonie. Im Schrebergarten frei sein. Zum Leben des kleinen Mannes im großen Reich gehört auch das Militär. Den Drill liebt keiner. Aber auf Glanz und Gloria sind sie alle stolz. Der Kaiser ist ein guter Mann, er wohnt in Berlin. Und wäre es nicht so weit von hier, dann führe ich heute noch hin. Viel verehrt, viel verspottet und kritisiert. Dennoch Symbol dieses Reiches, Galionsfigur. Das Volk, das an Kaisers Geburtstag paradiert, demonstriert am 1. Mai, trotz Verbot seines Kaisers. Der Alltag. Schichtwechsel nach einem 10-Stunden-Tag. Stunden, die bestimmt wurden vom neuen Rhythmus der Technik, die das Gesicht dieses Reiches verändert und das Leben des Volkes. Als unsere Großeltern und Urgroßeltern im Berufsleben standen, waren die Gründerjahre bereits vorbei. Das Deutsche Reich war im sozusagen ersten deutschen Wirtschaftswunder Industriegroßmacht geworden. Die Arbeiter haben die Industrie aufgebaut, die Größe dieses Reiches entscheidend mitbegründet. Aufnahmen von Krupp in Essen. Wir leben jetzt in der Stahlzeit, hatte Alfred Krupp schon 1871 im Jahr der Reichsgründung an Kaiser Wilhelm I. geschrieben. Bis zum Ersten Weltkrieg war Deutschland nach den USA zum zweitgrößten Stahlerzeuger der Welt geworden. Das Volkseinkommen war in dieser Zeit um 240% gestiegen. Nur noch ein Viertel der 67 Millionen Deutschen im Reich leben von der Landwirtschaft. Die Industriearbeiter, besonders die Angelernten und Facharbeiter, haben vom Wirtschaftsaufschwung mit profitiert. Lohn und Konsum haben sich spürbar gehoben. Die Arbeitszeit ist verkürzt worden.
Aber im Durchschnitt verbringt der Arbeiter immer noch 12 Stunden in der Fabrik. Davon sind 10 Stunden reine Arbeitszeit. An Urlaub wagt man noch kaum zu denken. Besonders sozial eingestellte größere Unternehmen gewähren Arbeitern ab 10-jähriger Betriebszugehörigkeit 3 bis 6 Tage bezahlten Urlaub im Jahr. Solche Unternehmen haben oft auch Pensionskassen und zahlen Zuschüsse bei Krankheit und Unfällen oder gewähren Witwenrenten. Die Leistungen der staatlichen Sozialfürsorge, vorbildlich in Europa, reichen zum Überleben. Aber Krankheit und Arbeitsunfähigkeit treffen den Arbeiter in jedem Falle hart. Dauern sie länger, ist der soziale Abstieg, ist das rapide Absinken des Lebensstandards unvermeidlich. Zeit des Aufschwungs. Die Löhne in der Industrie steigen trotz Teuerung schneller als die Preise. Entscheidender für das Leben des Einzelnen ist allerdings, die Verdienstphasen im Laufe eines Lebens sind zumindest bis gegen Ende des Jahrhunderts, bis die Löhne sich mehr angleichen, sehr unterschiedlich. Wer neu in die Fabrik eintritt, wer erst angelernt werden muss, der wird jahrelang wie ein Tagelöhner bezahlt. Die Konsequenz: In dieser Niedrigverdienstphase können die Jungen noch keine Familie gründen. Also wird relativ spät geheiratet, mit 25 bis 28. Die Hochverdienstphase, Zeit der Akkordarbeit, liegt im mittleren Lebensabschnitt. Familiengründung und Aufzucht der Kinder müssen in diese Zeit fallen. Denn zwischen 40 und 55, je nach Verschleiß durch den Beruf, wird man zurückgestuft. Mit dem Ende des Akkordlohns setzt die Altersverarmung ein. Es gibt Aufstiegschancen auch im Betrieb, aber sie sind selten. Schon die mangelnde Ausbildung setzt Schranken. Immerhin, manche schaffen den Sprung zum Meister. Der Meister, mit Hut und weißem Hemd auch bei der Arbeit, ist der Feldwebel der Fabrik. Hierarchie eines Betriebs, die Unternehmer, hier die Brüder Merck, deren Werk aus einer Apotheke entstand. Die Privatbeamten, wir würden heute sagen, die leitenden Angestellten. Die Arbeiter. Manche dieser Männer mussten bis zur Arbeitsstelle 2 Stunden zu Fuß laufen. Bisher wusste man nicht viel von ihrem täglichen Leben. Ihre Geschichte wurde nicht geschrieben. Erst jetzt weiß man ein bisschen mehr, zum Beispiel, was sie besaßen. Realteilung des Schwarz-Karl-Heinrich gewesenen ledigen Metalldrehers. Aufstellung der Hinterlassenschaft also, die zum Zweck der Erbteilung gemacht wurde. Mehrere tausend solcher Inventuren aus dem vorigen Jahrhundert, sowie Beibringensinventuren, Vermögensaufstellungen bei der Eheschließung also, wurden mit Computern ausgewertet. Ergebnis: Die Mindestausstattung ist ein Sonntagsanzug, ein Arbeitsanzug, ein Staatskleid und ein paar Röcke und Blusen. Diese Garderobe wurde wie die Bettwäsche nur einmal im Leben angeschafft. Eine Uhr für ihn, eine Brosche für sie. Statussymbole der Arbeiter jener Zeit. Die Bibliothek des Arbeiters, Bibel und Gesangbuch, aber auch Haeckels Welträtsel und Bebels Die Frau und der Sozialismus. Daneben ein Schatzkästlein oder ein Unterhaltungsblatt für alle Stände. Vor der Ehe schaffen sich manche den Ratgeber für das Brautpaar an oder ein Traktat über die Bestimmung der Jungfrau und Regeln, die sie in der Gesellschaft von Jünglingen zu beobachten hat. Die Jünglinge können sich über den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht informieren, nebst Mustern echter Männlichkeit, Entschlossenheit und männlicher Tätigkeit aus den Papieren eines Welterfahrenen. Fotos von Hochzeiten kleiner Leute. Sie sehen sehr bürgerlich aus. Aber man bleibt unter sich. Ehen zwischen Angehörigen verschiedener sozialer Schichten sind die Ausnahme in einer Gesellschaft, in der schon zwischen dem Lokomotivführer und seinem Heizer eine tiefe soziale Kluft besteht. Die Hochzeitsgesellschaft ist in den Großstädten klein. Nur noch selten versammelt eine Großfamilie sich zu solcher Hochzeit, wie sie auf dem Lande selbstverständlich ist. Dazu reicht für den Arbeiter in der Stadt weder Geld noch Platz.
Im Jahre 1900 haben in Berlin fast die Hälfte aller Haushaltungen nur ein Zimmer. In der Mehrzahl der Fälle haust die ganze Familie, in jeder Zehnten leben mehr als 6 Personen in einer Wohnküche. Des Kaiserreiches asozialer Wohnungsbau ist keine Ausnahmeerscheinung. Überall in der Welt bedeuten rapide Industrialisierung, der Massenzug vom Land in die Stadt, Wohnungsnot in den Slums. Die Einrichtung, ein Tisch, ein Schrank, ein paar Stühle, eine Nähmaschine. Unter dem Bett der Nachttopf. Die Wohnung hat kein eigenes Klosett. 24 Quadratmeter für 6 Personen. Die Kinder schlafen auf der Bank. 23 Quadratmeter für 5 Menschen. Eine 12-köpfige Familie in einem Raum. In ein Bett teilen sich 2 oder 3. Für den Umzug reicht ein Handkarren, hier von Heinrich Zille fotografiert. Große Firmen wie hier Merck in Darmstadt bauen Wohnhäuser für die Arbeiter, um sie fester an das Werk zu binden. Aber mehr Bindung bedeutet auch mehr Abhängigkeit. Wer die Firma verlässt, verliert die Wohnung. Es gibt schöne soziale Pläne. So sollten die Wohnräume in den Arbeiterwohnhäusern in Darmstadt aussehen. Es blieb beim Modell. Die Wohnverhältnisse und das Leben der Arbeiter werden realistisch in dem Spielfilm Mutter Krauses Fahrt ins Glück gezeigt, der in den 20er Jahren gedreht wurde. Die Emanzipation der Frau steckt noch ganz in den Anfängen. Völlig überlastet ist die berufstätige Frau, die einen Haushalt zu versorgen hat. In einer Zeit, in der Staubsauger und Waschmaschinen noch unbekannt sind. Dass dennoch unsere Omas mit ihrer großen Kinderschar Haushalt, Kind und Mann und sich selber peinlich in Ordnung hielten und hier 1900 in Hamburgs Gängeviertel die Familie und sich selbst zum Sonntag adrett herausputzten, ist eins der Wunder jener Zeit. Die Heimarbeiter sind die Ärmsten der Armen. Die ganze Familie, auf engstem Raum zusammengepfercht, arbeitet mit den Kindern meist 13 bis 14 Stunden täglich. Sie erreicht dennoch höchstens ein Drittel des Industriearbeiterlohns. Die kaiserlichen Inspektoren melden Tausende von Fällen, in denen die Kinderschutzbestimmungen verletzt werden, aus Not. Doch halten viele kleine Meister an ihrer durch solches Elend erkauften Unabhängigkeit fest, um nicht durch den Abstieg zum Industriearbeiter am sozialen Status zu verlieren.
Abgeschreckt durch die schlimmen Auswüchse in England hat Deutschland die Kinderarbeit gesetzlich eingeschränkt. Kinder unter 12 Jahren, wie hier in einer Fabrik in Dessau, dürfen gar nicht mehr, unter 16 Jahren nur 6 Stunden täglich beschäftigt werden. Dennoch, noch um 1910 arbeiten 14-Jährige in der Hitze einer Glasbläserei oder blutjunge Mädchen in Spinnstofffabriken. Ein Waisenhaus der Kaiserzeit. Sicher geht es nicht überall so lieblos zu, wie es hier im Spielfilm nachgestellt wurde. Aber meist sieht die Erziehung so ähnlich aus. Drill auch in der Schule, ebenfalls in einer alten Spielfilmszene. Das Niveau der deutschen Volksschulen ist im internationalen Vergleich nicht schlecht, in den Städten sogar beachtlich hoch. Auf dem Lande allerdings sieht es noch düster aus. Notdürftig wird hier Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt. Im Übrigen werden Gesangbuchverse eingepaukt. Dennoch, unsere Opas und Omas, damals kommen ja immer erst die Jungen, dann die Mädchen, hatten ganz sicher nicht nur eine traurige Jugend. Wahrscheinlich waren sie sogar robuster. Auch in den mittleren Städten, wie hier in Darmstadt, leben sie noch in einer heilen Welt. Eine Kuh ist für sie kein Fabeltier aus Comicstrips. Die Luft riecht nicht nach Benzin, sondern im schlimmsten Fall gesund nach Mist. Der Besuch eines Kameramanns in solcher Beschaulichkeit ist ein Ereignis. Beim Abschied geben die Kinder eine Extravorstellung. Aber die neue Zeit bricht schon ein, mit der Dampfstraßenbahn, hier bei der Ankunft in Darmstadt-Arheilgen. Sie ist noch etwas schwach auf der Brust, muss der feurige Elias zum Beispiel die kleine Anhöhe zwischen Darmstadt und Arheilgen überqueren, so müssen die Passagiere jedes Mal aussteigen und schieben. Die richtige Eisenbahn. Ihre Beamten sind Hoheitsträger. Damals kann man nach den Zügen unbesorgt seine Uhr stellen. Die Eisenbahn hat das Leben aller Volksschichten am meisten verändert. Durch sie mehr als durch alles andere wuchs das Reich zusammen. Die Polizei rekrutiert sich so gut wie ausschließlich aus ehemaligen Unteroffizieren, die versorgt werden müssen. Kein Wunder, dass sie sich dem Publikum gegenüber als Vorgesetzte fühlen. Jedoch, diese Wachtmeister halten sich eisern an ihre Dienstvorschrift. Pflichterfüllung, moralischer Lebenswandel, Nüchternheit, Nichtannahme von Geschenken, Vermeidung von Spiel und Schulden, fleißiges Beiwohnen des Gottesdienstes, stramme militärische Haltung. Der Straßenverkehr in den Großstädten, hier 1905 in Berlin, erreicht schon um die Jahrhundertwende eine solche Dichte, dass er überhaupt nicht mehr gesteigert werden kann, wie eine Zeitung schreibt. Und sie fährt fort, dass die Straßenbahnführer in steter Gefahr schweben, mit anderen Fuhrwerken zusammenzustoßen oder gar Menschen zu überfahren. Sie arbeiten mit Augen, Ohren und beiden Händen. Mit dem einen Fuß stehen sie auf der Signalglocke und mit dem anderen im Gefängnis oder halb im Grab. Auch sonst leben unsere Großeltern, entgegen einer heute weit verbreiteten Vorstellung, längst nicht mehr in der Postkutschenzeit. Opas Berliner U-Bahn, schon 1902 gebaut, fährt nur wenig langsamer als die von heute. Das Automobil ist zu einer Zeit, wo man das Benzin noch in der Apotheke kaufen muss, erheblich langsamer als heute.
Immerhin, 1911 erreicht ein Rennwagen bereits 228 Stundenkilometer. Obwohl das Privatauto mehr ein Prestigeobjekt für Herrenfahrer ist, sind Autorennen und Rallyes schon damals populär. Der Sport der feinen Leute bleibt das Pferderennen. Hier ist man standesgemäß unter sich. Der Sport der kleinen Leute, Radrennen. Die klassische Tour Hamburg-Berlin legen die Rennradler fast genauso schnell zurück wie heute der D-Zug durch die DDR. Wer hier mitmacht, wird von Publikum und Presse um die Jahrhundertwende noch als armer Narr betrachtet, der sich, so halbnackt im Freien, die Gesundheit ruinieren wird. Wer ohne polizeiliche Genehmigung rennt, wie etwa 1906 der Berliner Athletikverein rund um den Hundekehlensee, bekommt einen Strafbefehl. 5 Mark Geldstrafe oder einen Tag in den Knast. Fußball ist noch nicht so populär wie heute. Die Spieler nehmen die Sache auch nicht so schrecklich ernst. Es gibt noch keine Gagen und keine Skandale, nur Spaß an der Front. Damals beginnt aber schon der nationalistische Kult um den Sport, der sich auch in der Zeit der Weimarer Republik zäh halten wird. Sternlauf quer durch Deutschland zum Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Oktoberfest auf der Wiesn. Damals noch keine Touristenattraktion, sondern einfach a Gaudi fürs Volk. Und die Münchner, die hier ihre Maß leeren, können vermutlich noch selber einen Schuhplattler tanzen. In einer Zeit, in der das Vergnügen noch nicht vom Fernsehen geliefert wird, muss man sich sein Vergnügen selber machen. Und so strömt das ganze Volk zu den Volksfesten. Gemeinschaft auf Tuchfühlung. Es ist sicher alles nicht ganz so hygienisch wie später und damit sicher auch weniger steril. Obwohl es neben den königlichen Opernhäusern und Theatern nun die Volksbühne speziell für den Arbeiter gibt, beherrscht die leichte Muse den Publikumsgeschmack. Nach 10 Stunden Schwerarbeit ist im Grunde niemandem mehr zuzumuten. Kohle ist neben Stahl die zweite Säule von Deutschlands Reichtum. Der englische Volkswirtschaftler John Maynard Keynes hat einmal gesagt,
Das Deutsche Kaiserreich ist weit eher auf Kohle und Eisen gegründet als auf Blut und Eisen. Der Bergbau ist stürmisch gewachsen. Eine einzige Zeche steigerte in 10 Jahren bis 1904 ihre Belegschaft von 68 auf 5000 Arbeiter. Von ihnen sind 1300 aus den östlichen Provinzen mit polnischer Muttersprache, außerdem 1100 Gastarbeiter. Österreicher, Holländer, Belgier, Italiener, Russen. Im ganzen Reich gibt es 780.000 Wanderarbeiter, wie man die Gastarbeiter damals nennt. Die Bergleute kennen die Bedeutung ihrer Arbeit für die Wirtschaft des Landes. Sie haben die Spitzengruppe der Lohnskala erreicht. Selbstbewusst und standeslos kämpfen sie nicht nur für höhere Löhne, sondern bereits für die Mitbestimmung. Im Streik von 1905 haben sie die ersten Anfänge der Mitbestimmung bei der Arbeitsordnung und in den Sozialeinrichtungen des Bergbaus durchgesetzt. Von der Mitbestimmung in der Politik aber sind die Arbeiter, sind die kleinen Leute noch weitgehend ausgeschlossen. Die Sozialdemokraten steigern zwar ihren Stimmenanteil bei den Reichstagswahlen von 20% 1890 auf 35% 1912. Aber da nur im Reich jede Stimme gleich viel gilt, in den Einzelstaaten jedoch die Stimmen nach dem Einkommen gewertet werden, bleibt der Arbeiter politisch entmündigt. Die Gewerkschaften haben sich 300.000, 1912 fast 3 Millionen Mitglieder. Im Rekordstreikjahr 1910 fallen durch Streiks und Aussperrungen 9 Millionen Arbeitstage aus. Gewaltsame Auseinandersetzungen sind die Ausnahme. Aber in einigen Fällen wird, wie hier im Ruhrgebiet, Militär gegen Streikende eingesetzt. Das vertieft die Kluft zwischen Arbeitern und Staat. Aufmarsch der Wache und alles marschiert mit. Die gleichen Arbeiter, gegen die die Soldaten bei den Streiks eingesetzt wurden, waren selber Soldaten und ihre Söhne leisten vielleicht gerade ihre Dienstzeit ab. Sie wählen sozialdemokratisch und fühlen national. Ist das Militär in der Kaiserzeit Schule der Nation? Was in der Volksschule an sportlicher Ausbildung versäumt wurde, wird hier wenigstens zum Teil nachgeholt. Aber ein zu großer Teil der Ausbildung ist sinnloser Drill. Er gibt dem wilhelminischen Deutschland eben den militaristischen, den Kommissanstrich. Dem entspricht der königlich-preußische Schnarrton der Offiziere, den ein Abgeordneter beklagt: Aus einem unerklärlichen Grunde gehört eine zur Schau getragene Blödigkeit des Ausdrucks über einem unsinnig hohen, steifen Kragen zum Auftreten des deutschen Offiziers. Sie wurde angestrebt, denn ich weiß aus eigenster Erfahrung, dass diese jungen Männer gar nicht so blöde waren, wie sie sich den Anschein gaben zu sein. Die Überschätzung des Militärs wurzelt in der Geschichte Preußens und dieses Reiches, das 3 siegreichen Kriegen seine Entstehung verdankt. Auch das Volk verfiel seiner Faszination. Vorbeimarsch der Veteranen. Ist man schon Zivilist, so will man doch marschieren, dann eben im Zylinder. Wie die alten Herren sungen, zwitschern die Jungen. Und nicht nur die Korporierten.
Ein SPD-Abgeordneter bemerkt, ein junger Kaufmann will bei uns nicht aussehen wie ein junger Kaufmann, sondern womöglich wie ein Leutnant in Zivil. Und ein Jüngling aller bürgerlichster Herkunft schafft sich, wenn er Ehrgeiz hat, zunächst ein Monokel an. Beim Regierungsjubiläum des Kaisers marschieren Delegationen von Schlossern, Maurern, Schmieden. Am Sonntagnachmittag flanieren die Bürger. Vor der Universität oder an der Nationalgalerie ist sogar das hektische Berlin beschaulich. Unter den Linden flirten die Gardeleutnants mit den Töchtern der Frau Kommerzienrat. Bestaunt die Provinz die Residenz. Im Café Kanzler mischen sich Adlige und Bürgerliche, soweit sie zur Gesellschaft gehören. Die kleinen Leute feiern in anderer Umgebung, meist mit ihrem Arbeiterverein. Sie treffen sich in der Kneipe, im Gartenlokal, bei Bootspartien. Tausende solcher Vereine waren gegründet worden, als Bismarcks Sozialistengesetze die Sozialdemokraten zur Tarnung zwangen. So entwickelte sich eine eigene Arbeiterkultur. Gesellschaft in der Gesellschaft, isoliert von Bürgern und Bauern. Ihren Alltag verbringen sie in der Fabrik, ihren Sonntag in ihrem Verein. Es gibt gesellige Vereine der Arbeiter, Sportvereine, aber auch zahlreiche Arbeiterbildungsvereine. Eine klassenlose Gesellschaft findet sich nur bei wenigen Gelegenheiten zusammen, bei Dampferpartien etwa oder beim Baden in den neuen Freibädern. In Berlin ist man besonders frei. Hier gibt es das erste Familienbad, wo Männlein und Weiblein gemeinsam planschen. Immer noch sittsam genug verhüllt. Sommerfest bei den Laubenpiepern. Seit Schreber im vorigen Jahrhundert auf die Idee kam, die Großstadtarbeiter mit einem eigenen Stückchen Land aus städtischem Besitz wieder zurück zur Natur zu führen, haben Hunderttausende in Schrebergärten das kleine Glück gefunden. Die Schrebergärten bedeuten mehr als nur Erholung. In den meisten dieser Gärten gackern Hühner, meckert eine Ziege und überall werden Salat, Radieschen, Obst gezogen. Noch bis ins 19. Jahrhundert hatten sich auch die Stadtbewohner überwiegend selbst mit Lebensmitteln versorgt. Und bis ins 20. Jahrhundert grunzt in vielen Hinterhöfen der Mietskasernen noch ein Schwein, mümmelt auf jedem Balkon ein Kaninchen. Immer mehr aber ist an die Stelle der Eigenversorgung der Kauf im Laden oder auf den Markt getreten. Während bisher die Hauptnahrung der kleinen Leute aus Kartoffeln und Heringen in jeder Variation bestand, wird nun ihr Speisezettel abwechslungsreicher, gesünder. Dabei muss man bedenken, dass es erst 1845 die letzte Hungersnot in Deutschland gab. Das erscheint nun nur noch als böser Traum. Die Märkte sind reich beschickt.
Die Versorgung durch die vielen neuen Läden, hier die Kaufinger Straße in München, funktioniert reibungslos, seit die Eisenbahn die Folgen örtlicher Missernten sofort ausgleichen kann. 1871, im Jahr der Reichsgründung, wurden pro Kopf der Bevölkerung 30 Kilogramm Fleisch verzehrt. 1912 sind es bereits 50 Kilogramm. Vor dem Warenhaus Wertheim in Berlin. Auch bei der Kleidung, der Wäsche, war man früher Selbstversorger. Sie wurde von den Mädchen auf dem Lande in den Spinnstuben produziert, von der Nähterin im Haus gemacht. Nun kauft auch der städtische Arbeiter billig in den neuen Warenhäusern. Die Ansprüche an Kleidung steigen. Die Wegwerfgesellschaft gibt es noch nicht. Alles muss solide sein. Diese Näherin sitzt als Attraktion im Schaufenster. Mehr zur Schau als zur Arbeit. Vor dem Ersten Weltkrieg sind bereits ein Drittel aller Erwerbstätigen im Deutschen Reich Frauen. Die Hälfte noch in der Landwirtschaft, aber schon 2 Millionen in der Industrie. Allerdings, es gibt keine gewerbliche Ausbildung für Mädchen. Sie sind in der Regel nur angelernte Arbeitskräfte. Entsprechend schlecht ist ihre Entlohnung, ihre soziale Stellung im Betrieb. Dennoch strömen sie in die Fabriken. Ihr Arbeitslohn hebt den Lebensstandard der Familie. Allerdings, gerade die besser verdienenden Familien schränken die Kinderzahl bewusst ein, um den einmal erreichten Standard zu behaupten. Konsequenz: Seit der Jahrhundertwende nimmt der bis dahin hohe Geburtenüberschuss Deutschlands ständig ab. Von Jahr zu Jahr steigt nun die Arbeitsintensität in der Fabrik. Die hygienischen Verhältnisse werden verbessert, die Arbeitszeiten verkürzt. Doch das gesteigerte Arbeitstempo erhöht die nervliche Belastung. Vorher arbeitete man länger, aber ruhiger. Und der Arbeiter sah unter seinen Händen wachsen, was er mitschuf. Nun gibt es oft nur einen Handgriff. Martin Luther hat einmal geschrieben: Was ist Glück? Mögen, was man tut. Diese Arbeiter können nicht mögen, was sie hier tun müssen. Die Massenfertigung erhält durch die Rüstungsindustrie entscheidende Impulse. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren allein hier bei Krupp 73.000 Menschen beschäftigt, bei Thyssen 30.000, bei Mannesmann 15.000. Stahl und Kohle sind das Rückgrat einer Industrie, die ihre Arbeiter dringend braucht und sie daher immer besser bezahlen und mit den Gewerkschaften allmählich immer erträglichere Arbeitsbedingungen aushandeln muss. So unangemessen der Unterschied in Einkommen und Lebensqualität der Reichen und der Armen auch bleibt und sich noch verschärft, sicher ist, dass sich die Lage des Volkes im Kaiserreich bis zum Ausbruch des Krieges erheblich verbessert. Der Kaiser spricht stolz von seiner Flotte. Aber die deutsche Handelsflotte, 1913 drittgrößte der Welt, ist von Ingenieuren und Arbeitern gebaut. Sie sind auf ihre deutsche Flotte stolz, auf das größte Schiff der Welt, die Imperator, wie auf den Zeppelin. Und so haben die Arbeiter im Kaiserreich, anders als zur Zeit von Karl Marx,
durchaus schon mehr zu verlieren als ihre Ketten. Als der Krieg ausbricht, als der Kaiser erklärt, er kenne keine Parteien mehr, nur noch Deutsche, da folgen auch die Massen dem Ruf zu den Waffen. In allen Staaten Europas erweist sich die nationale Idee als stärker als die Idee der Internationale. Das Kommunistische Manifest hat proklamiert, der Arbeiter habe kein Vaterland. Aber diese Arbeiter haben ein Vaterland. Sie ziehen in den Krieg, weil sie sich als Bürger dieses Staates fühlen, trotz aller Unterdrückung. 4 Jahre später werden sich die kleinen Leute für die Republik erheben, für die demokratische Gesellschaft. Für unsere Großväter, soweit sie diesen Krieg überleben, wird eine neue Epoche anbrechen. Viele überleben ihn nicht.